Amadeo Antonio Stiftung oder wie ich sie gerne liebevoll nenne, Stasi 2.0, hat mal wieder ihre investigativen Fühler ausgestreckt und hat rechte Verschwörung gegen Gamerin gefunden. Montana Black kommt drin vor, natürlich sehr rechtsradikal. KuchenTV auch super rechtsradikal. Und Shoyoka und Skouros kommen drin vor. Kurzer Überblick. Shoyoka hat Skouros bezichtigt, auf der Gamescom sie sexuell belästigt zu haben. Skouros hat bewiesen der ganzen Welt, dass dem nicht so war. Und anstatt, dass sie jetzt unter einen Stein kriecht, unter dem sie hergekommen ist und sich schämt und für alle Zeiten gecancelt ist auf Twitch. Nein, es ist jetzt böser Frauenhass, wenn sich Männer schon gegen Anschuldigungen von sexueller Übergriffigkeit wehren und das sogar beweisen. Glaubt ihr nicht? Doch, doch. Habt Spaß bei dem Artikel. Hallo, ihr über 60.000 wundervollen Geschöpfe da draußen und auch all die Leute, die noch nicht abonniert haben. Warum? Kann ich nicht verstehen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr mehr solche Infos haben wollt. Ich bin Dating- und Verführungscoach und politischer Kommentator zu dem Thema Männerrechte und auch alle anderen Bereiche, die diese Sache tangieren. Und diese Sache tangiert mich sehr stark, denn hier geht es mal wieder darum, um die bösen Gamer. Und ja, euer lieber Maximilian ist auch Gamer mit Herz und Seele. Ich zock eigentlich schon seit den C64-Zeiten, hab dann eine Zeit lang abstiniert, um dann meine sozialen Fähigkeiten zu stärken. Das könnt ihr alles in meinem Buch nachlesen. Aber jetzt zocke ich wieder sehr, sehr gerne. Und deswegen geht es natürlich auch an mich, wenn immer irgendwie Gamer hier irgendwie diffamiert werden. Und ich möchte euch hier gerne mal vorlesen, was die Amadeo Antonio Stiftung wieder für einen Müll verbreitet, wo ich mich immer frage, oder eigentlich frage ich mich das gar nicht mehr so sehr, ob die das wirklich glauben oder ob das halt wirklich einfach nur gelogen ist. Also ich glaube, da ist 20% Überzeugung dran und 80% Lüge. Wie seht ihr das? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wir schauen uns den Artikel Gamergate 2.0, Hass gegen Streamerin. Ja, was ist Gamergate? Kleine Einordnung. Gamergate war damals so ein Skandal. Da gab es eine Dame, die Spiele gemacht hat, also ein Spiel, was eigentlich nie fertig wurde und sich durch sexuelle Gefälligkeiten positive Kritiken erschlichen hat bei Journalisten. Und dann haben sich die Gamer gewehrt, sind aufgestanden und haben aufgedeckt, dass es da ziemlich viele Verstrickungen gibt von dem Journalismus im Gaming und der nicht immer so ganz koscher ist. Und das wurde dann natürlich auch wieder als Frauenhass geframed. Denn, merke, goldene Regel für die Leute, die neu sind auf dem Kanal, Kritik an Frauen ist immer Frauenhass. Kritik an Männern ist Kritik an Männern. Das ist eine der goldenen Regeln. Also, wenn ihr Frauen kritisiert, auch wenn ihr nur ganz individuell irgendeine Frau kritisiert, macht euch auf was gefasst. Das kann ich euch hier nur sagen. Ich bin komplett demonetarisiert, mein ganzer Kanal. Warum? Eigentlich, weil ich nur Frauen und Feminismus kritisiert habe. Aber es gibt Patreon und meine geliebten Patreon, Grüße gehen raus, die tragen hier ein paar der Kosten für den Schnitt. Wenn ihr das auch machen wollt, schaut mal in die Beschreibung und dann bekommt ihr auch exklusive Videos, die es hier nicht auf YouTube gibt. Und da brauche ich auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So, liebe Leute, hier haben wir den lieben Mick Prinz. Der sieht irgendwie auch genauso aus wie dieser, wie heißt er vom ZDF nochmal, dieser Comedian. Der sieht genauso aus, auch mit der Mütze und sonst was. Ihr wisst, welchen ich meine. Schreibt es mir mal. Nicht Thomas, nicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Moritz Neumeier, da ist er. Genau, sieht genauso aus. Gibt es da irgendwo eine Klonfabrik von denen oder so? Ist unglaublich. Aber good gaming, well played democracy. Ja, und merke, Demokratie ist bei denen immer nur ein Scheinwort, in dem sie ihren Faschismus verstecken. Denn ihre Demokratie, die hat keinen Platz für AfD-Wähler, für Männerrechtler, für Gamer, die irgendwie Frauen kritisieren für bestimmtes Verhalten oder sagen, diese Frau ist für mich kein echter Gamer. Diese Demokratie heißt linksradikale Autoritätsstaat. Das ist alles. Also das ist das, was die mit Demokratie meinen. Demokratie meint, wir verbieten alles und bekämpfen alles, was nicht in unser Weltbild passt. Für weibliche und nicht-binäre Personen ist es im Gaming nie einfach. Der erste Satz ist schon wieder so ein Knaller. Also weibliche Personen, die kann man ja schon eventuell daran erkennen,
an der Stimme zum Beispiel, wenn man mit Chat spielt, was die wenigsten machen, also mit Voice-Chat. Ansonsten erkennt man ja Frauen nicht im Spiel, vielleicht am Namen. Aber nicht-binäre Menschen, das muss mir bitte jemand erklären, wie ich denn einen nicht-binären Menschen erkenne. Also ich könnte ja geheimerweise nicht-binär sein und ihr würdet das niemals mitkriegen, wenn ich das nicht erwähnen würde. Es ist ja wieder so geil. Doch die Welle an misogynen und transfeindlichen Anfeindungen, unter anderem gegen Shoyoka, erreicht ein neues Level. Aha, also ist Shoyoka jetzt auch trans oder was? Der Schulterschluss von toxischen Communities und rechtsextremen Accounts erinnert gefährlich an die Hasskampagne Gamergate. Wir dürfen diesen Hass nicht mitnehmen, sagt hier der liebe Mick Prinz. Sieht doch eigentlich ganz lieb und sympathisch aus. Ich sag's euch, wie es ist. Dieser Typ sieht aus wie der Bilderbuchkunde von mir. Es gibt ja immer so bei Unternehmen irgendwie so, wo man so seinen Kunden-Awarder oder sowas macht und dann so ein bisschen brainstormt. Und wenn ich das machen würde, ich würde sein Bild dahin hängen. Er sieht aus wie der Bilderbuchkunde, der zu mir kommt, der sagt, hey, ich bin, hab zwar viele weibliche Bekanntschaften und die mögen mich auch alle und die gehen auch gerne mit mir abends eine Sojalatte trinken oder einen Eukalyptus-Tee, aber dann gehen sie doch wieder mit Hakan von McFit mit und ich weiß nicht warum. Yo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. Das meine ich gar nicht despektierlich. Ich liebe meine Kunden, aber das ist schon bezeichnend, dass das immer diese Leute sind, die in diesen Bubbles abhängen. Gamergate war 2014. Bis heute gibt es Hasskampagnen gegen politisch aktive Gamer. Zuletzt traf es Pia Shoyoka Scholz, eine Analyse der Mechanismen. Na, ach, das ist sogar der Artikel von ihm, von dem lieben Mike Prince. Na, da bin ich ja mal gespannt, welche Rechte sich da geäußert haben. Denn mir sind keine bekannt. Selbst der Skouros, den ich jetzt neuerdings entdeckt habe, Empfehlungen und Grüße gehen raus, Skouros, wenn du das auch mal siehst von mir. Ich kenne nicht seine Vergangenheit, also deswegen bewerte ich nicht die Vergangenheit. Aber alles, was ich von ihm neuerdings gesehen habe, feiere ich. Ich finde es super geil, dass er da aufsteht gegen diese ganzen Sachen und dass er den Leuten, auch wie dem radikalen Demokraten und sowas, mal Grenzen aufzeigt. Dass die Leute nicht immer einfach alles sagen kann, sondern damit dem Anwalt einfach rausfeuert. Genau so musst du mit den Leuten umgehen. Also, Skouros, Grüße gehen raus, vielleicht quatschen wir auch mal miteinander. Aber selbst er hat sich mal in einem Interview mit Proletopia auch dazu geäußert und gesagt, dass er kein AfD-Wähler wäre oder sich da nicht öffentlich so äußert, aber eigentlich nicht die AfD gut findet. Also er ist noch nicht mal konservativ oder rechts. Also ich bin mal gespannt, welche jetzt hier die Rechtsextremen sind. Wer auf der Streaming-Plattform Twitch über Diskriminierung und gesellschaftliche Missstände spricht, wird selbst regelmäßig zur Zielscheibe von Trollen, vermeintlichen Kritikern und einer Mischung aus rechtskonservativen, reaktionären und extrem rechten Accounts. Ja, auch immer merken, auch ich werde immer als Troll bezeichnet. Ich werde hier die ganze Zeit von irgendwie so einem Coach-Vogel angegriffen im Internet. Und wenn ich dann was dazu schreibe oder ein paar Leute von mir, dann sind wir immer alle Trolle. Also wenn wir uns dagegen wehren, gegen diese Einfeindung, dann sind wir Trolle. Also jeder, der nicht links ist und seine Meinung äußert, ist immer in deren Weltbild ein Troll. Das ist die nächste Faustregel, die ihr lernen müsst. Vor allem weibliche und nicht-binäre Stimmen sehen sich mit regelrechten Hasskampagnen konfrontiert. In den letzten Monaten hat sich der Hass besonders an der Streamerin Pia Shoyoka Scholz entladen. Dabei lässt sich an den Angriffen gegen Shoyoka erschreckend detailliert nachzeichnen, wie misogyne Hasskampagnen auch Jahre nach Gamergate funktionieren. Und da sind wir doch jetzt mal sehr gespannt. Wir reden hier über eine hochgradig toxische Frau. Ich werde auch noch zum Video was dazu machen, denn sie hat ja auch über den Equalist geredet. Eine Dame, die ja auch so diffamiert wurde. Guckt euch mein Y-Kollektiv-Video an dazu. Wie ekelhaft und abfällig sie über diese Frau geredet hat und sie über sie gelacht, sie in den Dreck gezogen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann kritisiert der Skouros ihre Haltung in Bezug auf diese ganze Hogwarts-Legacy-Debatte, was ja auch so eine lächerliche Scheiße ist aus der linken Bubble. Spielt das Spiel nicht, denn J.K. Rowling ist transfeindlich, aber schickt Waffen in die Ukraine.
Oh Mann, ey. Und rennt mit MacBooks draußen, wo irgendwelche Schwarzen in den Minen euch die Sachen, die Wertstoffe herschürfen. Das ist alles in Ordnung. Aber spielt bloß nicht Hogwarts Legacy. Weil die Frau, die halt so ein paar Millionchen hat, so ich glaube 600 Millionen sind ihr Vermögen, dann irgendwie noch ihre Tantiemen dann ein paar tausend Euro mehr. Die retten die Welt, die Linken. Naja, jedenfalls hat sie den beschuldigt, dass er sie sexuell belästigt hat, was ja schon mal richtig eine Schweinerei ist. Skouros hat bewiesen, dass es nicht so ist. Und jetzt ist sie das Opfer, weil Skouros sich wehrt. Das muss man erstmal schaffen. Diese Lügenstiftung, die mit euren Steuergeldern teilweise finanziert wird. Antifeministische und misogyne Positionen sind auch knapp 10 Jahre nach dem ersten Aufflammen der Gamergate-Kontroverse trauriger Alltag in Videospielchats auf Twitch oder in YouTube-Kommentarspalten. Ja, so trauriger Alltag, dass Y-Kollektiv das ja faken musste. Die haben ja auch mal so einen Bericht darüber gemacht, weil sie leider keinen gefunden haben, der die weibliche Spielerin beleidigt hat. So, so verbreitet ist das. Als die Hashtag-Belästigungskampagne unter dem Label Gamergate 2014 ihren Weg in die sozialen Netzwerke fand, waren es vor allem weibliche Spielerinnen, die sich mit einer Flut an hasserfüllten Kommentaren konfrontiert seien. Gamergate, der erste Hate-Kampagnen-Testballon der Alt-Right. Ey, Leute. Das ist so eine linksradikale Scheiße. Das ist, wenn das mal als Meinungsblock ist, das schon peinlich. Aber als eine regierungsnahestehende Organisation ist es wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Meinen Schock über diese Sachen. Auch so, das veröffentlicht private Informationen, so wie Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Ja, weil die Linke ist ja auch immer so friedlich, ne? Ich bekomme ja keine Morddrohungen oder meine Familie und meine Freundin werden bedroht. Das bekommen nur Frauen. Komischerweise erlebe ich das, ich bin ja in beiden Spaces unterwegs, sind die Linksradikalen da um einige schneller dabei, irgendwelche Leute zu drohen, zu canceln wollen. Der Equalist hat da ja auch einige Sachen veröffentlicht. Schaut euch das mal an. Schaut mal in meine Kommentarspalten und schaut mal in die Kommentarspalten dann von diesen Gamerinnen, wo da die meisten Morddrohungen sind oder irgendwelche Beleidigungen. In der Gaming-Kultur sei kein Platz für feministische und progressive Positionen, so lautet der Grundtenor toxischer und rechter Hassakteure im Gamergate. Ein offen ausschließender Ansatz. In der Gaming ist kein Platz für irgendeine politische Diskussion. Wir wollen einfach, dass ihr uns mit der Scheiße in Ruhe lasst, ob das Rechte oder Linke ist. Wenn ich da auf einmal anfangen würde beim Zocken in meinen Streams, dann irgendwie immer sagen, ach ja, übrigens Leute, auch hier, vote for Trump und MAGA-Hat und bla bla bla, dann wären auch Leute angepisst und angenervt, zu Recht. Aber ihr, wenn ihr da immer euren Feminismus dann da reinwursteln müsst, lasst uns doch einfach damit in Ruhe. Macht das doch in euren Bubbles. Macht es, ist okay. Aber lasst unsere Spiele in Ruhe, lasst die Frauencharaktere in Ruhe in den Spielen. Die meisten Games kaufen sowieso Männer. Lasst sie doch schöne Frauen angucken. Warum muss dann die nächste Protagonistin dann fett und hässlich sein, nur damit ein paar getriggerte Egos von euch irgendwie drauf klarkommen? Antifeminismus ist auch heute in Gaming-Welten unübersehbar. Über 77% der weiblichen Spielerinnen haben schon geschlechterspezifische Diskriminierung in Online-Games erlebt. Ja, das kann man wahrscheinlich über Männer genau das Gleiche sagen. Aber diese Statistik, die wollen wir hier mal lieber nicht benennen. In der Konsequenz verbergen 95% der Frauen beim Online-Spielen ihr Geschlecht, wählen nicht feminin klingende Profilnamen, meiden weibliche Skins, lassen das eigene Mikrofon ausgeschaltet oder ziehen sich aus Text- und Sprachchats zurück. Auch die Studie Hate is No Game der Anti-Defamation League, auch so eine linksradikale Propaganda-Organisation, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis und betont, es seien vor allem die Spielerinnen, an denen sich der Hass entlade. Ja, das ist schon mal faktisch falsch. Denn man weiß, dass Männer mehr Hass im Internet bekommen als Frauen. Studie, googelt sie bitte selber, habe ich jetzt nicht zur Hand, aber ich weiß, dass es da mal eine Umfrage gibt, die das ganz klar belegt hat. Antifeminismus und LGBTQIA+, es wird immer länger, irgendwann haben wir so eine Zeile, ich prophezei es euch. Feindlichkeit gehen regelmäßig Hand in Hand und finden sich auch in Debatten um die Geschichte in Videospielen wieder. Als im April die Erweiterung Burning Shores für das Spiel Horizon Forbidden Wars West erschienen war, der Aufschrei in der toxischen Gamer-Fanbase groß. Spieler haben die Möglichkeit, als Protagonistin Aloy eine andere Frau zu küssen. Obwohl dies nur eine von drei möglichen Entscheidungen ist, gingen viele toxische Gamer auf die Barrikaden. Wie auch schon bei anderen Spielen folgte auf die optionale Queerness der Hauptfigur
ein negatives Review-Bombing auf User-Testing. Und ich schwöre euch, ich glaube euch nicht, dass es deswegen ist, sondern es um etwas anderes ging. Bitte, und man merkt es auch schon hier an den fehlenden Belegen, denn Life is Strange zum Beispiel, was ja auch eine lesbische Protagonistin ist, und das Spiel habe ich selber gespielt und habe es sehr genossen, eine Frau küssen kann. Schon im Vorfeld hatte es Negativkommentare gehagelt, da Aloy nicht weiblich genug aussehe. Nein, es hat Kritik gehagelt, weil Aloy eine süße, rothaarige, hübsches Mädchen war im ersten Teil, den ich übrigens sehr gerne gespielt habe, und die dann irgendwie verhässlicht wurde im nächsten Teil, also fetter gemacht, das Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Guckt euch die Bilder an, da gibt es Gegenüberstellungen im Internet und darüber haben sich die Leute aufgeregt und nicht darüber, dass sie nicht weiblich genug aussehe. Und das ist ja hier schon mal, die 1990er haben angerufen, wollen ihre Damsel in Distress, Jungfrau in Nöten zurück. Schon mal wieder so ein verlogener Scheißkommentar, denn Aloy ist die Hauptfigur schon im ersten Teil und die ist alles andere als eine Damsel in Distress, sondern sie ist eine weibliche Jägerin, die riesige, Dinosaurier-große Maschinen niederlegt. Also, mein Gott, ey, diese Lügen von euch, die sind so durchschaubar. Das ist wirklich unglaublich. Auch die Behauptung, Frauen hätten es im Gaming doch leichter als männlich gelesene Kollegen, lässt sich schnell widerlegen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das ist nämlich auch meine Erfahrung, dass es als Frau unglaublich leicht ist, in irgendwelchen MMOs, wurdest du dann überschüttet mit irgendwelchen Geschenken von irgendwelchen Sims, die dann gedacht haben, ja, vielleicht kann ich die dann auch mal persönlich kennen. Jetzt bin ich gespannt, warum es die Frauen so schwer haben. Gerade wenn sich weibliche und nicht-binäre Streamer auf Twitch zu politischen Themen äußern, bekommen sie unzählige sexistische und transfeindliche Nachrichten in den Kommentarspalten und Privatnachrichten gespielt. Ja, auch das ist wieder eine verdammte Lüge, denn es geht nicht darum, dass die non-binär oder weiblich sind. Wenn du dich politisch äußerst im Internet, dann bekommst du immer, immer Kritik. Guck dir meine Kommentarspalte. Das ist, und dann zieht da nicht immer die Non-Binär- oder Frauenkarte. Und wenn Frauen halt oder irgendwie Frauen oder Transen, die irgendwie komisch aussehen, natürlich wird dann das angegriffen. Bei mir wird halt Glatze und Fett gesagt. Es wird halt immer das angegriffen, was offensichtlich für die Leute ist und wo sie das Gefühl haben, dass sie die Leute mit verletzen können. An die Leute, meine Kritiker, ihr könnt mich damit nicht verletzen, aber macht's weiter, wenn es euch Spaß macht. Ich bin 45 Jahre alt. Das juckt mich wie nichts anderes, wenn ihr in der Kommentarspalte Glatze oder Fett sagt oder Boomer oder sonst was schreibt, da lache ich mich kaputt drüber. Aber gut. Aber immerhin, man versucht es immer, weil man denkt, dass die Person damit ein Problem hat, dann Leute so zu beleidigen. Aber auch, wenn Frauen auf Twitch nur ihr Lieblingsspiel spielen und ihre Community unterhalten, werden sie regelmäßig objektiviert, heißt es nicht objektifiziert und sexualisiert. Viele Stimmen, die sich über Diversität in Games aufregen und gegen eine vermeintliche woke Indoktrination ihrer immer noch sehr testosterongeladenen Videospielwelten wettern, klingen ähnlich wie jene, die gegen die Streamerin Shoyoka laut werden. Feminismus im Gaming? How dare you? Ja, how dare you? Wir wollen einfach Computerspiele spielen. Lasst eure politische Ideologie verdammt nochmal zu Hause oder macht eure eigenen feministischen Games, aber kommt nicht rein und erzählt uns, dass unsere Frauen irgendwie zu sexy aussehen in den Spielen, dass sie irgendwie zu, was weiß ich, die Männer zu maskulin sind oder was weiß ich, Days Gone habe ich auch gespielt. Da gab es auch einen Riesenskandal, weil der Hauptprotagonist weiß ist und ein Biker. Oh Gott, keine Diversity, Scheiße. Lasst uns mit der Scheiße einfach in Ruhe. Macht eure Feminismus-Games und guckt, ob sie euch jemand abkaufe. Aber lasst bitte unsere Franchises mit der Scheiße in Ruhe. Das ist alles, was wir wollen. Ist es in Ordnung? Können wir uns darauf einigen? Macht eure Feminismus-Games, die dann keine Sau kauft und dann reigt ihr euch auch wieder auf. Weil das ist dann die internalisierte, Sexismus der Frauen, die diese Games auch nicht haben wollen. Denn auch Frauen wollen sexy Frauencharaktere spielen und nicht die fette Erna von nebenan. Spoiler. Das siehst du ja immer an den, auch das wieder. Guckt euch das bitte bei MMOs an. Wie die Frauen alle aussehen. Die Charaktere, die sich da erstellen.
Komischerweise erstellt sich die da keine irgendwie so eine fette Tonne, sondern selbst die dicken Frauen machen sich da super schlank und super sexy. Woran könnte das vielleicht liegen? Ist das der internalisierte Sexismus der Damen wahrscheinlich? Pia Shuyoka Scholz ist seit 2014 aktiv auf Twitch und unterhält ihre Community unter anderem mit Gameplay zu Wiederspielen wie Warhammer 3. Na, das hätte ich ja gerne gesehen, wie die Warhammer 3 spielt. Also da habe ich mir ja die Zähne dran ausgebissen an der Kampagne, als ich Nurgle gespielt habe. Wie weit ist denn die da gekommen? Das müsst ihr immer mal sagen. Oder in dem dritten Teil der Baldur's Gate-Reihe. Außerdem spricht sie auf der Streaming-Plattform alleine oder mit Experten über gesellschaftliche Themen, wie hier im Talk mit Barbara Blaha und Natascha Strobel über Sexismus in Deutschland. Das macht sie regelmäßig zur Hassprojektionsfläche von verschiedenen Akteuren. Ja, es geht aber nicht darüber, dass sie um Sexismus redet, sondern sie greift bestimmte Leute dann an, nämlich Männer als Ganzes. Und wenn du ein ganzes Geschlecht angreifst, dann musst du mit Widerspruch rechnen. Sachliche Kritik an Shuyoka wird dabei von einem Schwall an unsachlichen Vorwürfen, Antipathie und Diskreditieren überlagert. Die Kommentare gegen Scholz werden dabei von vielen Usern, aber auch von Teilen des Gamer-Journalismus als einfacher YouTube-Streit oder als Konfrontation zwischen zwei Gamer-Persönlichkeiten benannt. Genau, liebe Leute, das wäre nämlich Gleichberechtigung. Das ist immer das Ding. Das ist immer, Frauen wollen gleichberechtigt werden und gleich behandelt. Und dann kommen sie in diese Spaces rein und da ist teilweise ein rauer Wind. Also auch Männer haben ja Beef untereinander und die gehen auch nicht gerade zimperlich mit sich um im Internet. Aber wenn dann Frauen auf einmal angegriffen werden, dann ziehen sie wieder die Weibchenkarte. Oh, ich bin doch nur eine arme Frau und es ist Sexismus gegen Frauen und Frauenhass. Leute, wenn ihr euch so verhaltet als Frauen, dann wird euch niemals jemand ernst nehmen. Ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr wirklich gleichberechtigt behandelt haben, dann müsst ihr auch die Schläge einstecken können, die alle im Internet kommen. Oder wollt ihr die Prinzessin-Frauenkarte spielen? Dann beschwert euch aber auch nicht, dass ihr so behandelt wird und nicht ernst genommen werdet. Diese Interpretation ignoriert jedoch den kampagnenartigen Antifeminismus, der vor allem weibliche Personen im Gaming immer wieder entgegengebracht wird. Ja, was ist denn mit dem kampagnenartigen Ding, zum Beispiel J.K. Rowling zu canceln? Wo selbst ein Gronkh dann einknickt und sagt, ja, okay, tut mir leid, ich werde das Spiel nicht spielen, ich hab euch verstanden. Das ist so wie, was ist denn damit? Das ist aber wahrscheinlich total unbedenklich, dass sich irgendein Riesen-Streamer nicht traut, ein Computerspiel zu spielen, weil er Angst hat, dann gecancelt werden von euch. Aber das ist, reden wir nicht weiter drüber. Lassen wir das lieber mal weg. Das zeigen auch die letzten Wochen und Monate. Seit Jahresbeginn scheint es so, als hätten rechtskonservative Reaktionäre, aber auch extrem rechte Kommentatoren in Shuyoka ein gemeinsames Feindbild gefunden. In der Rückschau lassen sich drei regelrechte Wellen von negativen und hasserfüllten Kommentaren ausmachen, die illustrieren, mit welchen Herausforderungen Frauen 2023 auf Twitch zu kämpfen haben. Ja, diese Herausforderung, die würde sich jeder Mensch, Mann wünschen. Du kommst als Frau in einen Space rein, der von Männern dominiert war, der um Gaming ging. Dann kommst du da rein, schminkst dich ein bisschen, ziehst dir einen Ausschnitt an, wo man reingucken kann und ups, bist du die bekannteste Streamerin, die es überall gibt, die Millionen abkassiert, ne, liebe Amaranth. Das sind Herausforderungen als Frauen. Mein Gott, da können wir nur von träumen. Da machst du dir noch einen OnlyFans-Account, da cashst du dann auch noch mal ein paar zigtausende Euro ab jeden Monat. Ist wirklich hart, Leute. Es ist so hart, eine Frau zu sein. Mein Gott, haben wir Männer es doch gut. Echt. Als Mann musst du halt wirklich leisten. Du musst was können. Du musst ein verdammt guter Spieler sein, um auf Twitch irgendwie noch irgendwas zu sehen. Und dann musst du noch entertaining as fuck sein. Als Frau, seh gut aus. Ja? Stream ein bisschen. Spiel ein bisschen irgendwelche Farmville und irgendwelche komischen anderen Spiele. Und dann bist du schon gleich die Speerspitze der deutschen Streamerin. So wie die Shuyoka, die ja den Gaming Award für die beste Gamerin des Jahres gewonnen hat. Den Anfang machte die Debatte um das im Februar 2023 veröffentlichte Videospiel Hogwarts Legacy, zu welchem Shuyoka aufgrund der transfeindlichen Politik der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling eine klare kritische Haltung einnahm. Ja, das ist wieder so eine Verharmlosung. Ihr seid so ein dreckiger Lügenladen. Das ist wieder so unglaublich. Sie hat gesagt, dass du im Prinzip ein Unmensch bist, wenn du dieses Spiel spielst. Sie hat gesagt, spiel nicht dieses Spiel, sonst sprichst du Transmenschen ihres Existenzrecht ab. Das ist aber keine... Ich habe eine etwas kritische Haltung dazu.
Vor allem der Vorwurf, Pia Scholz würde eine moralisch überlegene Rolle einnehmen und anderen Spielenden eine Wokeness aufzwingen, ist haltlos. Wurde aber 100-fach formuliert. Ja, ist klar. Also, wenn du sagst, spiel dieses Spiel nicht, dann bist du ein fucking Transfeind, dann ist das kein niemanden deine Wokeness aufzwingen. Wenn sie ihre Leute, ihre Bubble auf Leute losschickt, die dieses Spiel spielen, den Hetzmob, dann ist das nichts aufzwingen. Das ist alles total in Ordnung. Das ist einfach nur eine Meinung, die man haben kann. Dann wurde die Annahme geäußert, Games seien doch nur eskapistische Medium und Politik sollte hier rausgehalten werden. Ja, das ist ja furchtbar. Wo kommen wir denn da hin? Das ist eine Argumentation, die schon in Zeiten von Gamergate gewählt wurde, um Diversität in Games abzulehnen und problematische Entwicklungsprozesse auszuklammern. Alles muss politisiert werden, aber linkspolitisch. Das ist ganz wichtig. Wehe, wenn irgendwo mal ein AfD-Politiker irgendwo in einem Game drin vorkommt oder irgendwie mitgewirkt hat, dann wird das ganz schnell gecancelt. Da war doch diese Geschichte mit den fucking Linsen, die irgendwie verkauft wurden. Da wurden die aus dem Reform rausgenommen, weil irgendwie ein Bauer AfD-nah war oder sonst was. Ja, aber das geht natürlich gar nicht. Das geht gar nicht. Besonders in der Hogwarts Legacy-Debatte fielen Kommentare auf, die weniger auf Inhalte eingingen, sondern primär einen vermeintlichen aggressiven und temperamentvollen Ton kritisierten. Tone Policing wurde dabei vor allem an weiblichen Content-Creatern geübt und zielte darauf ab, Argumente oder Aussagen abzuwerten, das Gegenüber zum Schreiben zu bringen und Diskussionen abzubrechen. Also, noch merke, neue Regel, wenn diese Frauen ausfällig werden und Leute beleidigen, die Hogwarts Legacy spielen und das kritisiert wird, ist das dann Tone Policing. Wenn Männer so reden, ist es Hass im Netz. Ist so unglaublich, Alter. Es ist immer wieder unglaublich. Oh Mann, ey. Tone Policing wurde dabei vor allem an weiblichen Content-Creatoren geübt und zielt darauf ab, Argumente oder Aussagen abzuwerten, das Gegenüber zum Schweigen zu bringen oder Diskussionen abzubrechen. Ja, natürlich. Ganz klar. Also, das wird immer nur Frauen. Ich krieg diese Kritik ja nie. Nicht jeden Tag 10.000 Mal, selbst von meinen eigenen Fans, dass sie Tone Policing sagen, hey Maximilian, da warst du aber aufbrausend oder benutzt mal dieses Wort nicht oder sonst was. Aber es wird ja nur an weibliche Creator geäußert. Ist schon klar, lieber Mike. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten du lebst, nicht auf unseren. In Netzdebatten wird diese Strategie häufig von Rechten verwendet. Natürlich, wie kann es anders sein? Nur Rechte sagen anderen Leuten, dass sie sich mal ein bisschen benehmen würden. Obwohl, da haben sie vielleicht sogar einen Punkt, da ich eigentlich immer erfahre, dass so die rechte Bubble, so um Schlomo, Kasper oder so, relativ respektvoll mit ihren Gegnern sogar umgehen auch. Und die seltenst oder gar nicht mehr beleidigen. Schlomo hat früher mal Leute beleidigt. Und die Linken immer sofort beleidigen und sofort aggressivste und menschenfeindlichste Beleidigungen raushauen. Und schaut mal auf meinem Twitter-Kanal zu der ganzen Rammstein-Debatte. Also da haben sie vielleicht sogar einen Punkt, dass Rechte mehr Tone-Policing betreiben, weil sie einfach darauf hinweisen, weil sie nicht einfach so eine Arschlöcher sind, sondern sagen, hey, Leute, müssen wir jetzt so reden? Muss das sein, dass du mich jetzt hier so beleidigst oder sowas? Das kann vielleicht sogar sein, um marginalisierte Menschen aus Diskursen zu drängen. Also merke, du sagst zu jemandem, beleidige mich nicht oder sei doch nicht so aggressiv. Damit möchtest du die Leute raus aus dem Diskurs haben. So auch, als versucht wurde, Shoyokas Kritik an J.K. Rowling und Hogwarts Legacy zu trivialisieren. Und jetzt, Leute, faltet euch wirklich fest. Ihr müsst euch immer vor Augen halten. Die werden mit Steuergeldern finanziert. Die haben gerade nochmal 800.000, schaut euch mein Video an, abgecashed wegen Rammstein, wegen der ganzen Debatte. Und jetzt sitzen die da und suchen wirklich auf Twitter oder in YouTube-Kommentaren nach den schlimmsten Kommentaren. Und dann finden die das hier. Ich habe kurz pausiert, überflogen. Leute, haltet euch fest. Das ist Tone Policing und da sollen die Leute aus dem Diskurs rausgedrängt worden. Ohne das Video schon gesehen zu haben, rate ich mal. Die Dame wird wieder durch Fanatismus, Rechthaberei, Nulltoleranz und anderen Meinungen und komplett unsympathischer Art auffallen. Ja, auch das ist mein Eindruck von der Frau. Und ich kannte sie vorher nicht. Und ich habe sie nicht wahrgenommen bei Hogwarts Legacy, sondern so, wie sie auf den Equalist reagiert hat. Und das war so menschlich, so ekelhaft und niederträchtig. Ich würde ihr den... Im Moment hat Shoyoka wirklich den ersten Platz. Selbst der radikale Demokrat, der ja auch mal echt krasse Sachen raushaut und menschenfeindliche Takes. Ich habe den... Also die Frau ist wirklich... Schießt wirklich den Vogel ab. Die hat für mich die Krone von dem toxischsten, ekelhaftesten Menschen, den es da draußen gibt. Und jetzt haltet euch fest, diese Person hat
von unserer Regierung den Preis bekommen für die beste Gamerin, also finanziert von unserer Regierung, und ist sozusagen das Vorzeigezeichen für die deutsche Gamer-Szene der Frauen. Da wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Dann der nächste Kommentar, als sie das mit Hagrid erwähnte, da bin ich ausgestiegen. Diese Scheiße kann man sich nicht geben. Wie kann man so unsympathisch sein? Das sind vollkommen harmlose Kommentare. Leute, geht mal Amadeo Antonio Stiftung, lieber, wie heißt der nochmal, Mike oder sonst was, warte mal, Mick, geh mal in meine Kommentarspalte, wenn du mal Hass und Hetze erleben möchtest. Das ist doch nicht euer Ernst, ihr lebt in eurer Filterblase, das kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist doch Irrsinn. Wie soll man sich denn äußern ihr gegenüber? Darf man nichts mehr kritisieren, was von eurer Seite kommt, ohne dass man gleich Hass und Hetze verbreitet und die Leute aus dem Diskurs rausdrängen wollt? Also respektvoller als das geht's ja gar nicht mehr. Das ist doch wirklich irre. Irre. Jetzt kommt das mit der Spielerin des Jahres. Die erste Hasswelle war noch nicht abgeebbt, da folgte im Mai mit der Award-Vergabe Spielerin des Jahres schon die nächste. Der deutsche Computerspielpreis DCP kürte Shoyoka zur Spielerin des Jahres, da die Streamerin Gaming-Themen mit politischer Aufklärungsarbeit auf Twitch, Twitter und Instagram verbinde. Die Preisvergabe erfolgte nach einem Punktesystem. Die Punkte wurden dabei sowohl von einer 40-köpfigen Jury als auch von der Community vergeben und im Anschluss addiert. Reichweitenstarke männliche Reaction-Streamer waren mit dem Award-Vergabe nicht einverstanden, richteten ihre Kritik aber nicht gegen die DCP-Jury oder das Vergabesystem, sondern gegen die Gewinnerin des Awards. Ja, das stimmt ja auch nicht so wirklich. Natürlich, sie haben einfach beide Seiten angegriffen, haben gesagt, wie kann es sein, dass diese Person praktisch da gekürt wird zur Gamerin des Jahres. Kernnarrativ dabei, die Streamerin sei ja keine echte Gamerin, das war niemals das Argument. Ich habe die Videos von KuchenTV gesehen. Sie haben lediglich gesagt, dass es andere Frauen oder andere Content-Creator gibt, die wesentlich mehr dem Titel Gamer verdient hätten als sie. Da sie auf Twitch mehr in der Just-Chatting-Kategorie und weniger im klassischen Gaming-Bereich zu finden sei. So, das ist ja eine valide Kritik. Oder nicht, wenn es um die Gamerin des Jahres geht. Es ist ja nicht die Just-Chatterin des Jahres. Schon in der Vergangenheit wurde eine weibliche Person zur Spielerin des Jahres gewählt. 2021 Jasmin Gnu. Also geht es dann nur um weibliche Personen oder können da auch Männer gewinnen? Oder ist es jetzt kriegen jetzt nur noch Frauen den Preis? Das schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Und dass sich hier Kritiker Öffentlichkeit wirksam an ihr abarbeiten. Schon in der Vergangenheit wurde eine weibliche Person zur Spielerin des Jahres gewählt, Jasmin Gnu, ohne dass sich hier Kritiker öffentlich wirksam an ihr abarbeiten. So. Und da bringt ihr in eurem eigenen Artikel das Gegenargument für euren ganzen Artikel. Das ist echt so geil, ey. Ich weiß nicht, was diese... Das ist die Journalisten-Clip-Schule, die alle besucht haben. Das kann doch nicht wahr sein. Also das heißt ja, es geht nicht darum, dass sie eine Frau ist. Es geht um die Person Shoyoka. Kann in eurem Weltbild nicht eine Frau irgendwie toxisch sein, nicht abgelehnt werden, ohne dass es Frauenhass ist? Ihr beweist ja gerade damit, dass die Gamer-Szene nichts gegen Frauen hat. Da diese Jasmin Gnu, die ja auch einen harten Feminismus-Linksdrift hat, ich habe ja auch was gemacht, das ist und noch in dem Bunch die wahrscheinlich vernünftigste, aber trotzdem hat die natürlich einen krassen linken Bias und Linksdrift. Aber die wurde ja nicht angegriffen. Das beweist ja, dass eure ganze Argumentation Bullshit ist. Entschuldige mal. Es ist so geil. Es ist so geil. Da bei dieser ersten Preisvergabe der antifeministische Shitstorm ausblieb, formulierten die Shoyoka-Gegner, dass die Kritik auch hier nicht sexistisch sein könne. Ja, richtig. Ein Fehlglaube ist das, ja. Aha, jetzt kommt's, jetzt bin ich gespannt. Da Shoyoka ja der Status als echter Gamerin abgesprochen werden sollte und dies geschieht primär bei nicht männlich Spielenden. Ja, warum haben sie ihnen denn deine Jasmin nicht abgesprochen? Was, sag mal, das kann doch, dieser Irrsinn, den kannst du doch nicht ertragen. Also, das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass die so Beppi, gerade war Beppi da. Jetzt brauche ich meine Therapiekatze. Wo ist sie denn? Ich ertrage diesen Irrsinn nicht. Wirklich nicht. Das beweist es doch nicht. Denn da hat keiner gesagt, sie ist nicht die Gamerin des Jahres. Also, was redet ihr hier? Die zweite Hasswelle zeigt, wie viel Gegenwind einer Frau entgegengebracht wird, die im Gaming politische Themen... Ja, da habt ihr es doch. Es geht darum, um ihre politische Positionen. Es geht nicht um ihr Geschlecht. Da habt ihr den Beweis.
bis zur Delegitimierung ihrer Position als Spielerin an sich. Wenn sich eine Person auch noch über feministische Positionen stark macht, das hat Gnu auch gemacht, aber wahrscheinlich nicht so ätzend wie sie. Und über marginalisierte Gruppen einsetzt, wird die Kritik unüberhörbar und bösartig abwerten. So, get on my level. Montana at Montana Black. Wer ist das? Ist das jetzt der Streamer Get on my level oder ist das Montana Black? Ah ja, ist es mal. Thema Shoyoka und ihre doch so super krassen 400 Stunden Spielzeit. Um diese super krassen 400 Stunden mal ins Verhältnis zu setzen, jeder Gamer, der abends nach der Arbeit seine 2 bis 3 Stunden spielt, hat im Jahr mehr. Ja, okay, weiß ich nicht. Ob die Zeit jetzt, da bin ich nicht auf deren Seite, jetzt das Argument sein soll, ob du die Gamerin des Jahres bist. Es würde auch reichen, wenn du jetzt ein Spiel besonders cool spielst oder irgendwie für die Gaming-Szene irgendwas total Tolles gemacht hast, meiner Meinung nach. Wenn wir von ca. 220 Arbeitstagen im Jahr ausgehen, Wochenende, Feiertage und Urlaube sind abgezogen, sind wir bei 440 bis 660 Stunden. Da wir, wie gesagt, noch keine Wochenende und nichts eingerechnet und das bei jemand, der das als Hobby macht und nicht hauptberuflich. Ja, ich weiß nicht. Finde ich nicht so ein starkes Argument. Oh, jetzt kommt die Hasswelle 3. Reaktionäre Streamer wollen Wokeness entzaubern. Die aktuellste Hasswelle gegen Shoyoka und andere weibliche Streamer ist die umfassendste, bei der sich auch viele rechtsextreme Accounts den Narrativen von reaktionären männlichen Streamern angeschlossen. Wahrscheinlich bin ich auch einer dieser Accounts. Ja, für die definitiv. Anstoß dieses Shitstorms war ein Video des Streamers Skurs, bürgerlicher Name Theo. Wir fahren nach Lodge. Botländer, ja, Theo Botländer, der ein Video mit dem Titel Die Wahrheit über Shoyokas Anschuldigung veröffentlichte. In diesem Video sollte ein vermeintlicher Vorwurf der Streamerin widerlegt werden. Hier wieder meine Frage, lieber Mick, lügst du hier dreist oder bist du so dumm, dass du nicht mal das Video verstanden hast? Also diese zwei Szenarios gibt es nur. Nennt mir ein drittes Szenario, bitte. War es gar kein Vorwurf oder was? Der Vorwurf war doch real. Also die hat doch einen Vorwurf geäußert gegen ihn. Und zwar einen ziemlich heftigen, nämlich dass er sie sexuell belästigt hat. Ist das jetzt kein Vorwurf mehr oder was? Oder in eurem Weltbild, was ist denn das dann? Skurus habe sie auf der Gamescom 2007 sexuell belästigt, da schreibt ihr es ja noch. Aber warum ist das denn ein vermeintlicher Vorwurf? Was ist es denn sonst? Aber Shoyoka hatte diesen Vorwurf nicht geäußert. Wie bitte? Er hat ihn nicht geäußert? Also jetzt geht's. Das ist ja unglaublich. Wie, sie hat das nicht geäußert? Wogegen verteidigt sich denn dann Skurus, wenn sie es nicht geäußert hat? Das ist doch schwarz auf weiß, kann man das doch sehen, dass sie es geäußert hat. Botländer argumentiert also gegen ein selbst ausgedachtes Strohmann-Argument. Ein rhetorisches Mittel, bei dem der Gegenseite ein Argument unterstellt und widerlegt wird, welches aber nicht so geäußert wurde. Also Leute, jetzt geht's ja echt los. Andere Streamer, die in der Vergangenheit des Öfteren mit toxischen und populistischen Äußerungen aufgefallen sind, schlossen sich der Argumentation an. Der Streamer KuchenTV veröffentlichte zahlreiche Videos gegen Shoyoka und auch Montana Black formulierte ablehnende Worte gegenüber Scholz. Die negative Stimmung gegen demokratische Twitch-Streamerinnen erfreut gegen demokratische Twitch-Streamerinnen. Und was sind dann KuchenTV und Montana Black? Faschistische Twitch-Streamer oder was? Demokratische Twitch-Streamerin. Mick, Alter. Ich fass es nicht. Oh Mann. Erfreut vor allem die populistische und extrem rechte im Gaming. Leute, mich erfreut es nicht. Ganz klar kann ich euch sagen. Ich würde nicht gerne jeden Tag so einen Scheißartikel lesen müssen. Zahlreiche Neurechte und rechtskonservative Accounts nutzen die Hasswellen, um Menschenfeindlichkeit zu feiern und zu normalisieren. Diese Buzzwords auch immer, ne? Es geht auch immer bei denen nicht niedriger, Menschenfeindlichkeit zu feiern. Das ist so der Wahnsinn. Die halten uns wirklich alle für, ja, Mensch, also für literally Hitler. Und deswegen wollen die uns auch vernichten. Die haben menschenfeindliche Ansehen, denn die, wenn es nach denen gehen würde, würden sie uns am liebsten vernichten. Und deswegen sind sie so gefährlich. Urus, Montana Black oder KuchenTV als Rechtsextreme zu bezeichnen, wäre falsch. Oh, habt ihr das nachträglich hinzugefügt? Denn in meinem Video, was ich von KuchenTV gesehen habe, da stand diese Zeile noch nicht. Habt ihr wohl wahrscheinlich ein bisschen zu viel Shit gekriegt dafür, oder? Und würde den Begriff verwässern. Sie sind aber reaktionäre Streamer. Ah, okay. Ey, Leute.
Alles, was heute nicht linksradikal ist, ist in deren Augen reaktionär. Du kannst dir das nicht ausdenken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Reaktionäre Streamer und extrem Rechte auf eine Stufe zu stellen, würde den Streamern Unrecht tun. Ja, ihr seid so toll, Leute. Echt. Aber deswegen nennt er sie reaktionär. Das ist aber das passt, ne? Und verharmlost die extreme Rechte. Es fällt aber auf, dass rechtsextreme Positionen in Teilen in ihrer Community auf offene Ohren stoßen oder extrem rechte Profilen in den eigenen Reihen geduldet werden. Ja, was soll das denn schon wieder heißen? Nur weil wir nicht so eine Faschos seid wie ihr, die jeden wegblocken, der nicht die gleiche Meinung hat. Ich dulde sogar meine Hater in meinen YouTube-Kommentaren, die menschenfeindlichste Scheiße von sich abgeben. Was soll denn das heißen? Wir sind halt keine Faschos, so wie ihr. Also, alles wegzensieren, sonst bist du selber rechts. Zusätzlich verwenden reaktionäre Streamer bisweilen selbstdiskriminierende Sprache. Die aktuelle Kampagne gegen Shoyoka illustriert, wie die Ablehnung progressiver Inhalte als verbindendes Element zwischen der extremen rechten und reaktionären Communities fungiert, bis zum Antifeminismus. Viele der Argumente der Shoyoka-Gegner haben einen rechtspopulistischen Kern, sind anschlussfähig innerhalb der extremen Rechten und werden auch von diesen genutzt und bedient. Franz, mal ehrlich, wisst ihr, wer diese ganzen Leute sind? Ständig habe ich was zu Leuten in der TL über hitzige Debatten geführt werden, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Wen juckt es, was diese Leute machen oder sagen oder mit wem sie sich streiten? Ich verstehe das nicht. Inwiefern sind die relevant für unser Leben? Was tun die überhaupt und worin liegt der Mehrwert? Irgendwann von denen zu wissen, ist das sowas wie Nachbarschaftsstreit im Internet? Muss man da so eine Art Voyeurismus mitbringen? Oder bin ich echt schon so alt, dass ich das nicht raffe? Das ist ja... Also sperrt ihn ein. Das ist ja wirklich literally Hitler, was er da raushaut. Sowohl Franz, die Heimat, als auch der neue Aktivist Miro greifen die Stimmung gegen weibliche Streamerin auf. Sag mal, seid ihr wirklich so... Also wer hat euch ins Gehirn geschissen, Mick? Beppi, ich kann nicht mehr. Oh Mann, stehst du den Kommentar nicht, Mick? Franz äußert sich gerade dazu, dass er sagt, was ist das für eine Scheiße, die ich hier immer die ganze Zeit in die Timeline gespült kriege? Wen interessiert das? Warum muss man sich damit beschäftigen? Ich will das nicht. Und du schreibst jetzt hier, sie bedienen sich dem Narrativ und nutzen das für sich? Also, geht's noch bescheuerter? Er sagt gerade, er will es nicht lesen, er versteht es nicht. Was ist das? Was machen die Leute? Warum sind die wichtig? Rechte Accounts teilen und kommentieren die Videos von Skurros. Ey Chris, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, die Amadeo und Antonio Stiftung. Weiß nicht, ob er das weiß, der Chris Anger. Kann mir mal einer sagen, was Shoyoka dazu sagt? Die Alte hat mich schon vor Ewigkeiten geblockt. Jetzt ist es eine Skandalisierung, wenn irgendjemand irgendwas teilt. Und was ist denn jetzt, wenn der Chris Anger irgendwie teilt Nutella? Finde ich gut. Ich glaub's nicht. Das ist echt wirklich... Die graben so tief, um ihre Scheiße irgendwie noch zu rechtfertigen. Das ist wirklich unglaublich. Hier, der hat das geteilt. Ich wette, du kannst bei jedem Tweet, bei irgendwie jedem Tweet irgendeine bedenkliche Person, nicht, dass diese Personen bedenklich sind, sind sie nicht. Chris Anger kenne ich sogar persönlich. Aber bei jedem irgendeine bedenkliche Person finden, die das teilt. Das ist so ein Nullargument. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Kampagnenartiger Hass erinnert an die Gamergate-Kontroverse. Ob beabsichtigt oder nicht, die Diffamierung gegen Shoyoka oder und andere weibliche Streamer haben eine Lawine an antifeministischen und antivoken Haltungen ins Rollen gebracht, die sich längst nicht mehr nur an prominente Streamer abarbeiten. Reichweiten schwächere Accounts von Transpersonen werden regelmäßig mit Hass überzogen, während andere Stellen rechte Stigmatisierung durch Kommentarspalten fliegen und kaum Widerspruch erfahren. Ja, so ein Bullshit. Mein Gott, ihr habt das Internet-Game gewonnen, ihr Linksradikalen. Das kann man doch gar nicht mehr machen. Du wirst doch auf Twitch sofort geblockt, selbst wenn du irgendwie einen biologischen Mann mit einem Pimmel Mann nennst, nur wenn er gestern entschieden hat, dass er sagt, ja, du, ich bin jetzt eine Frau, und du nennst den Mann, dann wirst du doch schon auf Twitch geblockt, auf YouTube doch genau das Gleiche. Erzähl doch keine Lügen. Es wäre doch gar nicht möglich. Du fliegst doch so schnell raus bei diesen ganzen Plattformen. Da kannst du gar nicht so schnell bis 3 zählen. Shlomo und Kasper müssen immer von Ents reden und sonst was, weil es nicht geht, die zu missgendern, obwohl die biologische Männer sind. Darfst du sie nicht Männer nennen?
Anfeindungen gegenüber Pia Scholz und anderen weiblichen Non-Binary Gamer. Welche sind eigentlich die Non-Binary Gamer? Kann mir die einer mal nennen? Ich kenne keine einzige. Also keine war jetzt eine Modeerscheinung. Kontinuierlich werden Narrative gegen einzelne Streamer genutzt und reproduziert. Selbst dann noch, wenn sich diese längst nicht mehr zu den Themen äußern. Diffamierende Äußerungen, Linksextremismusvorwürfe und das Betonen einer angeblichen moralischen Überlegenheit werden über Wochen weitergetragen. Gleichzeitig werden daran Narrative aufgeknüpft, die von einem grundsätzlich woken Extremismus sprechen und versuchen, die Grenzen des Sagbaren weiter nach rechts zu rücken. Immer wieder die gleichen Scheißformulierungen. Echt. Läufiges Narrativ. Woke seien die wahren Rechtsextremen. Ja, seid ihr auch. Wer will hier wen canceln? Wer will hier wen, spricht hier wem die Existenzberechtigung ab? Will einen angeblich vernichten? Will einen überall zensieren? Wer macht hier Denunziationsplattformen auf im Internet, um irgendwelche unliebsamen Meinungen zu melden? Seid ihr das? Oder sind das die sogenannten Rechten? Oh, Vagrant Streams. Das sind die bekannten family-friendly woken Streamer von Twitch, die wie ganz klar kommuniziert nahe der Amadeo Antonio Stiftung stehen. Die Freundin von ihr hat mich bereits eine Stunde onstream thematisiert im negativen Sinn. Mann, das ist ja auch wieder eine skandalöse Aussage. Wahnsinn. Es wird eine große Verschwörung gewittert. Nein. Nö, ist es nicht, ne? Ich meine, keiner kann mehr irgendwie, traut sich mehr Politiker klar zu sagen, was eine Frau ist. Ja, also was ist eine Frau? Auf einmal kann es keiner mehr beantworten innerhalb von einem Jahr, aber wo ist denn hier die Verschwörung? Das ist doch gar nichts. Transpersonen werden hier fetischiert in Verbindung mit Grooming-Narrativen. Skurr fürs Böses, Soli für Shoyoka, arme Shoyoka, Skurr ist ein Belästiger, Skurr belästigt Frauen sexuell. Transpersonen werden hier fetischiert in Verbindung mit Grooming-Narrativen. Keine Ahnung, das ist... Wahrscheinlich wollen sie hier sagen, dass es hier so gederailt wird, dass das hier irgendwie Perverse sind, da auch in der Bubble sind es nun mal leider auch. Aber klar, deswegen kann man jetzt nicht alle Transpersonen irgendwie als pervers darstellen, das ist klar. Dass sich der Hass auf Twitch normalisiert und die einzigen harten Guidelines der Plattform längst ihren Vorbildcharakter verloren haben, illustriert Twitch jeden Tag aufs Neue. Transfeindlichkeit und eine Ablehnung progressiver Werte ist mittlerweile salonfähig. Das zeigt auch jüngst eine Debatte von Philo auf Twitter, in welcher er gegen die toxische Meinung anderer Twitch-Streamer hält. Die aktuelle Hasswelle erinnert in Teilen an die Gamergate-Kontroverse von 2014. Ausgehend von Anschuldigungen eines gekränkten Ex-Partners gegenüber dem nicht-binären Videospielentwickler Zoe Quinn. Die ist jetzt auch nicht-binär. Seit wann das denn? Die war damals noch eine Frau, aber naja, das kann sich ja stündlich ändern bei denen. Entwickelt sich vor neun Jahren eine Belästigungs- und Diffamierungskampagne gegen nichtmännliche Spielende und gegen politische Korrektheit im Gaming-Kontext. Unter dem Hashtag Gamergate versammelten sich hundertfach misogyne und antifeministische Kommentare. Auch alles gelogen, googelt Gamergate. Die Weltraumaffen oder Kosmonauten oder sowas haben da ganz gute Videos zu. Vor allem die Alt-Right und die rechtspopulistische Medienseite Breitbart nutzte Gamergate als Testballon, um die Macht von Hasskampagnen einzuschätzen und gleichzeitiger Sexismus und Querfeindlichkeit zu verbreiten. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in der Beschaffenheit der Hasskampagnen. Ehen zwischen Gamergate und der aktuellen Kampagne gegen weibliche Streamerinnen. Es entlädt sich primär an prominenten Persönlichkeiten. Shoyoka, Freiraumreh, Zoe Quinn, Anita Sarkeesian richtet sich aber auch gegen weitere marginalisierte Gruppen. Antifeministische Narrative werden mit klassischen rechtspopulistischen Narrativen vermischt. Expertise wird abgesprochen. Frauen müssen sich Rollen als echte Gamer mehr verdienen. Nee, müssen sie nicht. Weniger. Gleichziger Vorwurf, Wokeness, Genderwahn. Ja, ist bei Shoyoka voll am Start. Social Justice Warrior. Ja, ist bei ihr am Start. Warum kriegt Gnu diese Vorwürfe nicht? Zerstört die Gesellschaft und wird von progressiven Persönlichkeiten forciert. Handlungszwang wird suggeriert. Ungerechtigkeit soll nicht hingenommen werden. Umfassende Belästigung bis hin zu Gewaltandrohung. Ja, bekomme ich jeden Tag. Gegenseitige Bezugnahme der toxischen und reaktionären Communities. Passiert hier genau gegen mich auch die ganze Zeit. Mehrheit zu suggerieren. Wir sind die Mehrheit. Meinungshoheit zu erlangen. Feindbilder zu diskreditieren. Eigene Wahrheit zu verbreiten. Oh, eigene Wahrheiten zu verbreiten. Ganz furchtbar. Darf man nicht machen. Betonung der eigenen Rechtschaffenheit, um sich von falscher Vogue-Meinung abzugrenzen. Vermischung von reaktionären, toxischen und rechtsextremen Communities. Ja. Oh mein Gott, ich skipp das mal hier. Gift Solidarität. Auch wenn toxische und rechtskonservative Meinungen auf Twitch so akzeptiert scheinen wie schon lange nicht mehr, so ein Blödsinn, gibt es Grund zur Hoffnung. In der Debatte gegen die Streamerin meldeten sich nicht nur viele Betroffene solidarisch zu Wort, sondern auch männliche Influencer. Zu wahren Reich warten starke Gaming- und Mainstream-Streamer wie LeFloid, ja, der gehört zu eurer Bubble, Tim Jacken,
gehört auch zu der Bubble. Rob Bubble gehört auch dazu, die sich unterstützend neben, vor und hinter die Betroffenen stellen. Ein wichtiges Signal. Ein furchtbares Signal, denn sie stellen sich vor eine Person, die nachweislich Falschbeschuldigungen gemacht hat. Das ist doch mehr als verwerflich. Letztendlich bleibt es notwendig, Konflikte wie diese Hasskampagnen gegen weibliche Personen im Gaming nicht als einfache Streitigkeit zwischen Influencern abzutun. Dass rechtsextreme Accounts sich in diesen Debatten besonders wohlfühlen und versuchen, ihre Narrative in bestehenden Debatten zu platzieren, ist kein Zufall. Anstatt es Rechtsextremen auf Plattformen wie Twitch noch leichter zu machen und mit diesem gewollt oder ungewollt Allianzen gegen Woke und Gutmenschen einzugehen, bedarf es einer gemeinsamen Haltung gegen Menschenfeindlichkeit. Der lange Schatten von Gamergate hat sich schon lange nicht mehr so deutlich abgezeichnet, wie in den gegenwärtigen Hasskampagnen gegen weibliche Personen in Gaming-Räumen. Es gibt viel zu tun. Tja, liebe Leute. Es ist komplett irre, was da passiert. Das ist euphemistisch für, sie wollen uns auf allen Plattformen canceln. Das habt ihr ja bei der Rammstein-Debatte ja auch schon gemerkt. Wenn ein konservatives oder rechtskonservatives, wie ihr es nennen wollt, Kompaktmagazin über Rammstein berichtet, dann berichten die nicht, dann wollen sie die Debatte kapern. Wie das gehen soll, wenn man als ein Magazin gegenüber dem ganzen Mainstream irgendwie mal eine andere Meinung darstellt, das weiß nur die Amadeo-Antonio-Stiftung, die mit Geldern zugeschissen wird, mit Spendengeldern, mit Steuergeldern und so weiter und so fort und dann irgendwelchen kleinen YouTubern irgendeine Verschwörung unterstellt. Es ist einfach wirklich zu krass. Ich nehme noch mal ein kurzes Intro auf, weil das jetzt doch wieder sehr lang geworden ist. Hey mein Lieber, dieses Video ist wieder sehr, sehr lang geworden und deswegen ist das ein Patreon-exklusives Video. Du kannst dir das natürlich kostenlos hier angucken, aber wenn du das ganze Video in voller Länge genießen möchtest, dann geh doch bitte auf meinen Patreon-Kanal und unterstütze diesen Kanal. Ansonsten kannst du all die anderen Videos, die natürlich immer weiterhin kostenfrei bleiben, hier auf diesem Kanal genießen. Bis zum nächsten Mal, euer Maximilian.